Eine neue Eventverteilung startet schon bald in Pokémon Schwert und Schild und bei der bekommen wir ziemlich exklusive Pokémon. Zum einen bekommen wir erneut ein Shiny Celebi und zum allerersten Mal hier bei uns im Westen ein Papa the Root. Alle Infos zu der Eventverteilung und wie ihr an diese Pokémon herankommt, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Soeben wurde bekannt gegeben, dass der 23. Pokémon-Film Geheimnis des Dschungels ab dem 8. Oktober offiziell auf Netflix erscheint. Dieser Film kam nach einigen Verschiebungen tatsächlich bereits Ende 2020 in Japan heraus und wird nun endlich auch offiziell bei uns erscheinen. Passend dazu werden die zwei zentralen Pokémon dieses Filmes, nämlich The Root in der Papa-Form und Shiny Celebi, an alle Pokémon Schwert- und Schildspieler kostenlos verteilt. Um euch den Seriencode für die beiden Pokémon zu sichern, müsst ihr lediglich bis zum 25. September den Pokémon Trainer Club Newsletter abonniert haben. Falls ihr noch kein Trainer Club Konto besitzt, könnt ihr euch dieses ganz einfach kostenlos über den Link in der Videobeschreibung erstellen. Achtet jedoch darauf, welche E-Mail-Adresse ihr dort angebt, denn an diese E-Mail-Adresse bekommt ihr hinterher auch die Seriencodes geschickt. Um den Newsletter zu abonnieren, scrollt ihr im Profilüberblick hinunter zum Punkt Marketingpräferenzen und setzt dort einfach einmal das Häkchen. Wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr am 7. Oktober, also einen Tag vor Filmstart, dann eine E-Mail mit den Codes für Celebi und für The Root. Also nochmal zusammengefasst, bis zum 25. September müsst ihr den Trainerclub Newsletter abonniert haben und dann bekommt ihr am 7. Oktober eine Mail mit euren Downloadcodes. Das Shiny Celebi wird dabei auf Level 60 sein, ein Glücksei als Item tragen und die Attacken Zauberblatt, Seher, Lebenstropfen und Vitalglocke beherrschen. Und das Papa the Root wird auf Level 70 sein, einen Walschal tragen und die Attacken Dschungelheilung, Hammerarm, Blattgeißel und Energieball beherrschen. Papa the Root wurde tatsächlich bereits in Japan zum Start des ersten Kinofilms verteilt. Dort hat jeder, der sich eine Kinokarte besorgt hat, auch gleichzeitig einen Downloadcode bekommen. Das war bisher die einzige Möglichkeit, an diese Form von The Root heranzukommen. Darum finde ich es ziemlich nice, dass diese Form endlich einfach per Download zugänglich wird. Doch das sind nicht die einzigen mysteriösen Pokémon, die dieses Jahr noch verteilt werden. Zum Release von Pokémon Strahlender Diamant und leuchtende Perle bekommen wir ja auch noch ein Manaphy geschenkt und falls ihr mehr dazu erfahren möchtet, klickt gerne einmal auf dieses Video.